Der Wintereinbruch über Ostern hat auch die Sportplanung an der Landessportschule in Güstrow etwas durcheinandergebracht. Ab Dienstag war in der Barlachstadt ein Dreier-Fußballturnier der U14-Landesauswahl der Mädchen aus Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Thüringen geplant. Die erste Begegnung am Dienstag musste aber wegen der Unbespielbarkeit des Kunstrasenplatzes verschoben werden. Die Teams aus Mecklenburg-Vorpommern und Berlin nutzten die Zeit für ein Trainingslager, die Thüringer fuhren zum Sightseeing nach Warnemünde. Wir besuchten das Team aus MV am Mittwochvormittag und fragten Thilo Berner nach der Situation des Frauenfußballs in Mecklenburg-Vorpommern. Wir machen das Beste draus. Man muss sich das ungefähr so vorstellen, wir sind ein sehr kleiner Verband. Wir haben in Deutschland sogar die wenigsten Mädchen, laut den Zahlen, die Fußball spielen, sogar weniger als der Stadt Bremen. Das heißt dann auch, dass wir natürlich im bundesweiten Vergleich aufgrund dieser Wettbewerbsungleichheiten natürlich generell schon mal ein bisschen hinterherhinken. Aber das soll jetzt keine Ausrede für irgendwas sein. Wir machen natürlich das Beste draus. Und ich gebe Ihnen recht, eine Hochburg sind wir leider nicht, weil ich glaube, unsere beiden besten Vereine spielen aktuell in der Frauenregionalliga. Das sind der RFC und der 1. FC Neubrandenburg 04. Wir haben aber auch in der B-Junioren- und Bundesliga mit dem 1. FC Neubrandenburg 04 eine Mannschaft zu spielen, die in der höchsten Klasse spielt. Und aktuell sind sie im Nachwuchs sogar die einzige Bundesligamannschaft in Mecklenburg-Vorpommern. Die Hanseaten nicht. Thilo Berner ist Landestrainer und verantwortlich für die Landesauswahl in weiblich von U12 bis U18. Das Leistungszentrum für Frauenfußball in Mecklenburg-Vorpommern liegt in Neubrandenburg. Aber für die aktuelle U14-Landesauswahl beispielsweise kommen die Mädchen aus 9 Vereinen. Da seien solche Lehrgänge und Vergleiche wie im zentral gelegenen Güstrow sehr hilfreich. Übrigens gewann Thüringen das erste Spiel gegen Berlin mit 5:2. Die beiden Spiele der Mecklenburger wurden erst nach Redaktionsschluss angepfiffen.